sehr gerne. Mehr Nadelgetriebstück bei Controllers. Wir müssen immer noch da langen dran, 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 dran. Irgendwo hier. Ich weiß halt nicht, wo. Isolierte Verwahrung. Wo ist hier die verfickte isolierte Verwahrung? Können die vielleicht da, das ist der Unterseil links, ne? Aber die Frage zeigt. Ich habe halt null Plan. Ich weiß einfach nur, dass mir uns jetzt keiner auf den Piss geht. Können wir auch von hier aus in die Ritualabteilung gehen? Lass mich kurz mal gucken, schnell. Okay, ich dachte, da kommt was! Ja, gehen wir kurz mal dahin. Das ist wahrscheinlich immer angezeigt. Da vorne links. Der Gegner wird halt auch immer hässlicher. Gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Ich nehme Feuerloch schon mal mit. Mirror Testing. Spiegeltestung. Okay. Aha. Ich behalte den Feuerlöscher. Die sind ja alle crazy, das wissen wir. Geht's auch wohin? Ja, der Fernseher. Mann, die... Ja, nicht so viel Spaß hier. Ohne Witz. Als Test wurden an verschiedenen Starten weltweit Fernsehgeräte in ähnlichen eingerichteten Räumen aufgestellt. Durch die identische Modifizierung der Einrichtung jedes Raumes und darauffolgende Änderung des Kanals in jedem Raum außer einem einzigen würde jener Fernseher spontan die eingehende Frequenz an sein synchronisiertes Gegenstück anpassen, so die Hypothese. Das Experiment schien ein Misserfolg zu sein, bis man feststellte, dass die Agenten, die für die Einrichtung und Überwachung dieser Räume verantwortlich waren, alle die gleichen emotionalen Turbulenzen erlebten, wie ein klinisch depressives Mitglied des Teams, das sich selbst im östlichen Teil von Map befand. In psychologischen Untersuchungen der Agenten wurde ein Zusammenhang nachgewiesen. Interessanterweise trat das Phänomen der Synchronizität ein, aber ein anderes als wir erwartet hätten. Vollständige Bericht in Akte 187-3452. Was denn für eine Mission, Mann? Nee, geh mal am Arsch vorbei. Ich will Dylan finden. Wo zum Fick ist dieser Sessionssektor? Hi. Okay, da geht schon mal nirgends hin. Das ist ja auch nichts, oder? Na gut, wir können da runter. Mirror Test. Gut, da kann man nicht rein. Gut, kapiert. 20 Millionen Gegner kommen. Da ist noch ein Bett. Sehr schön. Wie, jetzt kommen Gegner, Alter. Ich kotz. Wo? Aber wie gesagt, wo zum Henker ist denn bitte die Stationsabteilung? Schnellreise. Kühlgewalt, C-Hausmeister, Belüftung, Schwarzstein, Transformation, Kontrollzentrum, Atlaskammer, Zugang, Training, Schwarzsteinbruch. Absolut, wir sind mal zu weit.
Ich kann es mir halt null mehr erklären, wo das sei, so halt ehrlich so. Außer in dem Gebiet, wo wir mal noch nicht waren. Das Gegner kommen wir auch mal einfach ab, ich bin so doof. Aufzug? Geht es jetzt hin? Können wir sehr lassen. Wo sind wir denn jetzt? Da. Als ich mir vorstelle, könnte ich halt, dass es wirklich das eine da jetzt ist. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Ah, Jungs. Wuhu! Kollege da. Upsi. Tschüss. Schieß dich, Mann! Ja, dann lad mal nach. Bin schon mal hergekommen. Oi! Da noch welche! Meine Fresse, du! Kann ich jetzt mal meinen Bruder suchen gehen? Danke. Oh, die Richtung ist schon mal gar nicht schlecht. Ja, was ist da? Ach, ein Radio. Da ist ein Klo. Muss ich eins höher? Ich muss eins höher. Oder eins tiefer, das kann auch sein. Aber bei uns höher. Richtig. Dass wir wo hin können, wo wir vorher noch nicht. Oder hin müssen, wo wir noch vorher nicht hin konnten. Wie fliegen sie auch alle? Nochmal eins hoch. Machen wir dann gleich? Ne, jetzt mal nicht. Ach Gott. Dr. Darlings Office. Mansion Research. Keine Ahnung. Labyrinth verändert sich ständig. Können es durchqueren. Dimensionsforschung. Dimensionsverwahrung, da will ich eigentlich nur hin, Mann. Wo ist denn die Scheiße? Das hat man noch getrollt.
Ah, guck mal. Dankeschön. Ich gucke gleich. Es ist ja komplett weird. Office. Waren zum Beispiel noch gar nicht. Sehr geehrter Herr Dahl, ich nehme an, dass mein Kollege Dr. Harrington bereits wegen einer Erhöhung des Abteilungsbudgets kontaktiert hat. Das würde mich nicht überraschen. Parapsychologie war schon immer das schwächste Glied in der Kette. Viel Brombeerium, aber kein Ergebnis. Parakinesiologie ist dagegen schon immer die stärkere Abteilung gewesen. Mehr Durchbrüche, konkrete Daten, verwendbare Forschung. Ich bin mir sicher, dass ein hochgeschätzter Mann wie Sie mit Leichtigkeit sieht, welche Abteilung die Budgeterhöhung verdient. Denken Sie nur, was die zusätzlichen Ressourcen im bereits formidablen Forschungsteam für Wunder wirken könnten. Sei es wie es sei, mir ist bekannt, dass Sie Single Malt Whisky zu schätzen wissen, also habe ich Ihnen eine Flasche auf dem Schreibtisch gestellt. Mit Gruß, Bewunderung, Dr. April Lewis und gleich mal Instant-Kündiger. Ja, geh mir auf den Sack mit der Mission, Alter. Ich habe kürzlich Fragen ausgewertet. Zu den HR. Ich will eigentlich nicht mehr lesen, weil ich scheiße, wieso der Typ ist. Worte sind sie gut. Mir kann echt nervt. Wenn es mal so weit ist. Weil ich immer wieder einem alles angezeigt. Was ist dieses Hadron-Resonanz-Ding überhaupt? Weiß ich doch nicht. Frag deine Mutter. Haben wir gefeilt, da müsste schon ein Reisepunkt sein. Parapsychologie. Machen wir da nicht? Machen wir Gegner, das weiß ich noch. Das war scheiße. Hallo? Isolierte Verwahrung. Panoptikon. Das ist ein Scheiß. Schnellreise. Und es wird halt nirgendwo was angezeigt, wo der ist. Zentrale Geschäftsleitung. Konto Atlaskammer, Steinbruch Eingang. Ach, wisst ihr was? Ich google das jetzt. Okay, sehr gerne. Danke fürs Zuschauen, mit dabei sein. Danke, dann kommt ihr mit den Fingers und bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss. Oh, verdammt kurze Folge. Ciao. So, jetzt setzt ihr die Folge noch fort. Die ging jetzt nicht so lang. Schnellreise. Wir gehen zu unserem Geschäftsleiter. Ich habe es geguckt. Komplett am Arsch. Wir müssen im Aufzug fahren auf jeden Fall. Warum ist es da nicht markiert? Oder ich habe es nur verpeilt, weil die Cutscene kam. Das weiß ich jetzt nicht. Kann auch sein. Ich möchte es nicht abstreiten. Ach, jetzt lad doch. Dankeschön. Hallo. So, dele. So, Outfits. Yes, nice. Goldenen Anzug haben wir uns verdient. Fähigkeiten, 2 Punkte. Zu wenig. Nee.
Das. Ja. Pope Phil. Hallo. Ja, was? Ach stimmt, da war man ja logischer. Oh Gott, bin ich wohl, Alter. Hier ist Lynn Salvador, Leiter der Abteilung für Sicherheit. Du bist sexy. Ich gebe eine formelle Sicherheitsanweisung aufgrund des Vorfalls im April, Fall Nummer 21H. Hat doch mal schon. Isolationssektor. Oh Mann! Jeder zu Pokébe, verdammt. Danke, Fan. Ich dachte, war halt noch aufgedeckt oder so. Sollte ich wissen, dass es so ist, wie es gerade ist, dass es so kommt. Ja, genau sowas bitte meine ich aber auch gerade. Also mal. Komplett neue Gegend? Scheiße! Ich hab keinen Bock. Ein Isolationssektor. Fiktor? Sektor. Gewandelte Gegenstände. Sicherheitsgefängnis. Gefährlich. Danke für die Mutation. Wenn ich sehe, wo das ist und ich sehe, wo wir sind, dann haben wir noch ganz viel Spaß gleich. Schön. Kann ich Film mit angucken? Nicht? Okay. Glaubt ihr denn, es mitkriegt, dass wir da sind? Ich glaub's ja nicht. Mach eine fucking Rakete werfen, der Herr Mann! Nexau! Der hat es zerlegt. Okay. Meine Güte. Oh, guck mal, ich will was zum Lesen. Ist es nicht toll, Kappa? Obwohl gewandelte Objekte und Objekte der Macht auf den ersten Blick ähnlich aussehen, ist es wichtig, einige bedeutende Unterschiede festzuhalten. Erstens gewähren Objekte der Macht Paratole-Fähigkeiten. Einführung in das Thema in Akte Put 812. Zweitens unterziehen Objekte der Macht jeden, der physisch in Kontakt mit der Astralebene kommt, eine Translokation. Es wird allgemein angenommen, dass der Grund dafür die Verbindung von Map mit den Objekten der Macht ist. Nicht jedes Individuum ist in der Astralebene erlaubt, was darauf hindeutet, dass Map evaluiert, wer herein darf oder nicht. Drittens, und das ist nicht immer der Fall, sind Objekte der Macht viel mehr paranatürlich Map als gewandelte Objekte. Wenn man sich die bestimmten Kriterien ansieht, die ein Objekt der Macht definieren, dann ist es kein Wunder, dass sie erheblich seltener
sind als gewandelte Objekte. Tatsächlich haben wir gewandelte Objekte für jedes isolierte Objekt der Macht innerhalb der Behörde. Falsche Berichten, Akte 5291. Ja, die Sammelobjekte. Ach, das war das gerade, stimmt. Oh, warte, haben wir noch was? Mission. Ach, ey, das gehen wir so aufs Haar, auf die Klöde, du. Da ist ein Shelter. Gehen wir gleich rein. Hier geht's hoch. Will ich nur umgucken, ne? Ah, jetzt schon Wunsch. Oh, gute. Oh, guck mal. Hat's wieder gewonnen. Position Skip zum Arbeiter. Müssen wir durch? Danke. Widerlich mit euch. Hui, 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 hui. Boing. NYP. Okay, ich hör auf damit. Vielleicht auch nicht. Wer weiß es schon. Komm her mit dem Stuff. Stuff. Stuff meinte ich. Security. Ist egal welche Tür. Wird mir schwer zu sagen, ist beides scheiße, egal was ich mache. Warte mal. Ne, ist ein Büro, wir haben hier nichts Explosives. Nehmen das Telefon mal mit. Hi. Stimmt, können wir übernehmen. Genau doof. Erste Stein ist mir lieber. Was haben wir denn noch einen? Eins, zwei. Au! Holy shit. Haben wir's jetzt? Meine Fresse, du. Ja, bin immer Kontrollpunkt mal bitte. Ja, auch nur, dass wir eines Tages das Gebäude komplett eingenommen haben oder befreit haben, bitte, aus dem Weh, ne? Lass uns einen doofen Bruder finden, du. Nein, ich mache ihn kaputt. Vielleicht brauche ich ihn noch. Gibt es Erfahrungspunkte oder irgendwas zum Skillen? Schmetterer aufwerten. Ja, geht doch. Sticher brauche ich nicht. Entropisches Echo. Entfernter Gedanke. Okay. Von mir aus. Gut, ich sehe keine Wände, dann geht es zu mir bitte weiter. Like, da kommt ihr auch nicht vergessen, mir ein bisschen zu meinen Westen und, ach, dieser schöne goldene Anzug. Auf Wiedersehen, tschüss.